Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde meines Let's Plays. Mein Name ist Niom und ich spiele heute den Jagdtiger 88 mit Jebu zusammen. Der sitzt in seinem Super Pershing. Wir haben aber ein bisschen Kohle verdient und den Jagdtiger 88 habe ich mir jetzt letztens freigeschalten über das Reward-Programm sozusagen. Und da der einen Low-Tier-Matchmaker hat und eigentlich eine ganz geile Knifter, also ich glaube, er hat der 4,2 Sekunden Reload-Zeit, seht ihr da, und knallt währenddessen dann halt 240er Schellen raus. Also es ist ein bisschen wie ein Tiger auf Steroiden, nur ohne Turm halt. Und eigentlich möchte ich euch mit der Runde was Kleines zeigen. Aber das wird sich dann im späteren Verlauf sozusagen ergeben. Es ist auf jeden Fall eine recht spaßige Runde für Jebu und mich. Erstmal, wir machen auch eigentlich nichts Spektakuläres. Machen einfach den Standard-Move. Deswegen, ich fahre oben, also wir sprechen uns vorher ab. Ich fahre oben rechts in die Ecke und wir hoffen einfach, dass der Gegner so dämlich ist. Der Matchmaker war uns auch sehr gnädig diesmal. Ich finde ihn allgemein immer noch sehr gnädig. Keine Ahnung, was Mailand und so weiter dann alles noch zum Malzen haben. Klar, also man kann auch einfach die Tier 10 Battles weglassen. Dann klappt das auch. Und mit Tier 8ern, vor allen Dingen den Defender, lässt sich eine ganze Menge machen. Und außerdem ist das Matchmaking meiner Meinung nach gar nicht mehr so schlimm. Hier ist der GW Panther ein bisschen im Weg, ganz klar. Hier muss man als Arti stehen. Man könnte natürlich auch einfach hier hinten stehen bleiben und könnte genauso gut hier oben in den Korridor reinschießen. Aber man muss sich hier hinstellen. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall finde ich das Matchmaking mittlerweile sehr, sehr gut. Also ich habe extrem selten irgendwie 10er-Gefechte in 8ern. Also in dem vor allen Dingen gar nicht. Ja, also aber praktisch geht es das schon ein bisschen los. Also ich finde den Matchmaker momentan vollkommen in Ordnung. Klar, man muss sich halt ab und an mal ein bisschen unterordnen, aber ich glaube, ein 1-1, wie das Mailand vorgeschlagen hat, wird, glaube ich, nichts. Aber vielleicht kennt er sich auch einfach besser aus mit dem Spiel als ich. Keine Ahnung, er fährt Clan Wars und auch den ganzen anderen Kladderadatsch, das mache ich ja alles nicht mehr. Da bin ich ja raus, okay, alles klar, und jetzt ballere ich hier den Jagdpanther weg und schieße aus irgendwelchen Gründen nochmal. Keine Ahnung, ob es da eine Latenz gab. Hier warte ich bewusst, dass die ES noch ein Stückchen weiter vorkommt, damit sie nicht gleich zurückfallen kann. Oder sich denkt, okay, alles klar, ich wurde getroffen, ich muss sofort wieder zurückfahren. Sondern ich will sie genau an der Position halt die ganze Zeit haben. Und jetzt kann ich ja anfangen, mit dem Jagdtiger zu wirken. Die S steht da ein bisschen ungünstig. Ihr seht, es ist eigentlich scheißegal, wo man hinzielt. Wargaming entscheidet eh, wo das Ding hintrifft. Also, hier, zack, da habe ich jetzt mal oben in die Kommando-Hedge einen reingekriegt, weil ich auch drauf gezielt hatte. Hier will ich wieder in die Oberwanne. Gut. Jetzt geht das Ding wieder vorwärts, rückwärts, rechts, links. Man weiß es nicht. Dann gebe ich dem Tiger P noch eine mit. Also der Plan hier geht soweit ganz gut auf. Macht auch soweit Spaß. Ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Ich habe das Replay nicht bis zum Schluss. Ist ein kleiner Indikator dafür, dass hier irgendwas schief geht. Weil ich da wirklich keinen Bock mehr drauf hatte. Also die Jungs, also um es jetzt schon mal vorwegzunehmen, es gab ja Leute, weswegen ich angefangen habe, Videos zu machen. Das war, glaube ich, noch zu Steelbiker 2 Zeiten, also eine gefühlte Ewigkeit her, locker 8 Jahre oder so. Und da habe ich einfach festgestellt, dass in den Clans und so weiter selbst noch Leute sind, die gar nicht so geil sind. Also die irgendwie die Grundmechaniken von dem Spiel einfach nicht verstanden haben und wann man pushen sollte und wann man das zurückhalten sollte. Und darum ging es mir eigentlich in meinen Videos, ja, Leuten einfach zu zeigen, herzlichen Glückwunsch. Es geht los hier, ihr könnt hier ein bisschen Fax machen. Hier trifft der Jagdtiger unglaublich gut. Und ihr könnt einfach besser werden, wenn ihr meine Videos irgendwie euch anguckt. Natürlich gab es da einen gewissen Unterhaltungswert, der auch immer wieder mit dabei war. Aber grundsätzlich ging es schon um das Lernen und so weiter. Und jetzt sind wir kurz vorm 10th Anniversary of World of Tanks. Also dieses Spiel gibt es schon 10 Jahre lang und wird aktiv gespielt von allen möglichen Leuten. Und dann gibt es halt immer noch Spieler, die es irgendwie schaffen, mit 50.000 Gefechten, also einer enormen Zeit an, hier, jetzt habe ich kurz auf Gold geladen, einer enormen Zeit an auch realer Lebenszeit, ja, die die in diesem Spiel verwendet haben, um einfach schlecht zu sein. Also eine 45er Winrate heißt bei mir aktiv dafür sorgen, dass dein Team verliert. Von mir aus eine 48er vielleicht Bad Luck bei, weiß ich nicht, 10.000 Gefechten, ja, aber eigentlich irgendwas sollte passieren, dass man selbst dafür sorgt, dass das Team gewinnt. Und in diesem Match gibt es zwei Beispiele dafür. Guckt euch hier den Lanzen C an, der hat 100 HP. Okay, ich habe ihn nicht getroffen. Scheiße. Gut, aber grundsätzlich wissen wir, die Su 130 PM, die vorherige, hat sich jetzt von hier unten hierhin bewegt. Also eine von den beiden.
Und da vorne ist jetzt nur der Lanzen mit 123 HP. Ich denke mir, okay, alles klar, der AMX wird den abämmen und dann demnächst bald rausnehmen. Ich habe gedacht, dass dieser Mensch in meinem Team spielt. Fehler. Fehler. Also es gibt halt wirklich immer noch die eine Grundregel, der Hauptendgegner in diesem Spiel ist dein Team. So. Und eigentlich sieht es hier ganz, ganz passabel aus. Also, naja, nicht super geil, aber Jebu boxt sich davor. Wir haben alle noch relativ viel HP. Die KV3 kann halt rausgenommen werden. Ich aim hier die Dingens ab. Den VOK und versuche die Su zu holen. Und hätte jetzt die Chance gehabt, die Su zu holen. Sehe jetzt aber, dass dieser Lanzen C dem AMX in den Arsch ballert und unser AMX macht gar nichts. Gar nichts. Also muss ich jetzt davor fahren mit meinem scheiß Jagdtiger. Weil der AMX seit 2 Stunden lang nichts gemacht hat, um diesen scheiß Lanzen rauszuballern. Dabei muss ich natürlich Jebu kurz ohne Unterstützung lassen. Fang mir hier eine noch vom Lanzen, die vielleicht der AMX nicht gezogen hätte oder so. Aber der AMX steht halt einfach noch da. Der steht da halt einfach wie eine 1 und macht... Wie geht das denn? Cool, F3 drücken, macht das. Und jetzt hat er sich rumgedreht. Gut. Jetzt ist er wieder da. Jetzt guckt er in die andere Richtung. Jetzt kloppt sich da Jebu mit einer Su 130 PM, was ja ganz geil ist. Aber jetzt habe ich gesehen, okay, Jebu kriegt jetzt von hinten die Su 130 PM in den Arsch. Und ich denke mir, okay, der VK ist jetzt da. Jetzt, aufgepasst im Turnverein. Ich fahre hier vor, der AMX steht hinter mir, und lässt zu, na, komm ich hier in die Freecam, ja, lässt zu, dass diese Su 130 PM mir eine gibt, inklusive der AMX, der da hinten auch in voller Sichtlinie steht, verschossen. Nochmal verschossen. Zweimal verschossen. Einem fast stehenden Su 130 PM Target auf, weiß ich nicht, 150 Meter? Unglaublich. So, jetzt bretter ich hier natürlich komplett kernbehindert einfach vor, weil ich mir dachte, okay, vielleicht kommt der AMX ja mit. Gut, war jetzt auch nicht die cleverste Aktion von mir. Zugegeben, ja. Aber das, was da hinter mir abgelaufen ist, ist der Knüller. So, und jetzt, Jebu hat sich da vorne durch die eine Su 130 PM durchgeboxt. Wir haben die zwei Flanken. Wir haben momentan wirklich die zwei Flanken und könnten jetzt richtig Action machen. Jebu ballert da der Su 130 PM von hinten einen rein. Okay, alles klar. Ah ja, ich klicke mich gerade selbst durch. Genau, und jetzt gehe ich auf diesen AMX. Und denke mir, gut, wenn Jebu sich jetzt verpisst, muss die Su 130 PM doch beschossen werden. Oder? Da ist er! Was ist los mit ihm? Was ist los mit ihm? Die hatten beide volles Schussfeld auf diesen Typen und sie haben es nicht für nötig gehalten, auch nur mal nach rechts zu gucken. Ist das krass oder was? Wow, also wie man totally not map awareness haben kann und auch ansonsten echt wenig sieht, was so abgeht. Wow, das war krass. Das war krass. So, auf jeden Fall, ich mich da schön gewastet. Jebu wird dann später auch noch da irgendwie zerhackt und so weiter. Und am Ende gehen wir beide aus dem Match raus und wollen es gar nicht mehr wissen, wie die beiden das verlieren. Weil die sind beide full life, könnten volle Suppe irgendwie reinpushen, irgendwie Faxen machen. Jetzt versucht hier Jebu sich noch irgendwie an der Ecke rumzukämpfen. Der Chiri kommt dann noch und also es geht einfach nur übelst ab. Also es ist einfach an dem Punkt, wo du dir so denkst, Leute, ihr spielt jetzt echt schon lange dieses Spiel, aber es bringt halt nichts. Also es wird einfach nicht besser. Und ich weiß halt nicht, ich komme halt immer nicht an den Fakt ran, I play just for fun. Natürlich, dann spiel doch für Spaß, aber dann mach's doch nicht so, dann spiel doch wenigstens ein bisschen drum, dass du gewinnen möchtest oder dass du irgendwas machen möchtest. Aber diese beiden Kollegen, die beiden AMX-Kollegen, die haben es echt geschafft, überhaupt nichts auf die Reihe zu kriegen. Das war krass. Gut. Ich habe mich jetzt ein bisschen aufgeregt, aber jetzt ist wieder gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Wenn es euch gefallen hat, ich mache jetzt auch noch 2, 3 andere Videos. Dann lasst mir ein Like da und ansonsten könnt ihr gerne abonnieren. Bis dann.